Hi, seht ihr? Ich glänze. Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Haul vorbereitet. Ja, ich stehe hier draußen und es ist nass und hier liegt alles rum, weil ich habe so viel gekauft. Aber ich war ja am Mittwoch in Oberhausen gewesen und da habe ich mir ordentlich was gekauft und das werde ich euch jetzt zeigen. Let's go! Als erstes bin ich ja bei Bershka gewesen und ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, aber ich habe trotzdem was gefunden. Und zwar habe ich einmal dieses Oberteil. Und das hat hinten auch solche Ketten. Und ja, ich hatte es ja auf der anderen Aufnahme hatte ich es anprobiert und da war es ja viel zu groß gewesen. Ich hatte aber die falsche Größe genommen. Jetzt habe ich die richtige Größe und jetzt sieht es halt auch geil aus. Dann gab es bei Bershka auch noch richtig geile Hosen und ja, die sind mir zwar ein bisschen zu lang, meine Mom muss die noch kürzer machen heute, aber ich kann sie euch ja schon mal zeigen. Und zwar haben wir hier einmal so eine grüne Hose. Und ich finde die wirklich richtig schön, die ist auch schön weit, aber halt zu lang. Aber was habe ich erwartet? Alle Hosen, die in meiner Größe sind, sind einfach zu lang. Und das ist traurig. Aber egal. Als nächstes habe ich dann noch eine. Und zwar eine lilane und die finde ich wirklich richtig schön. Die ist oben etwas enger und unten etwas breiter. Die ist mir leider aber auch zu lang. Seht ihr, wie lang? So groß bin ich doch insgesamt. Überlegt mal. Alter. Ja, die ist auf jeden Fall sehr, sehr lang. Die waren aber beide reduziert, deswegen ja, kann man sich das ja auch mal gönnen, ne? Ich blende euch hier jetzt nochmal die Preise von den Hosen ein. Also hier und hier. Und war es dann auch mit Bershka. Und als nächstes war ich bei Pull&Bear, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da habe ich mir zwei T-Shirts geholt. Und zwar einmal das hier. Das finde ich wirklich richtig schön. Das ist auch ein bisschen kürzer. Und ich fand die Aufschrift sehr schön und dann dieses Zeichen. Und ja, deswegen. Wie gesagt, habe ich bei Pull&Bear noch ein zweites T-Shirt geholt. Und zwar ist das ein etwas längeres. Und das sieht so aus. Und ich fand das wirklich so, so schön, weil, keine Ahnung, das erinnert mich so ein bisschen an so, keine Ahnung, so Wahrsager und so. Und deswegen, ich fand das richtig, richtig geil. Das werde ich euch jetzt auch einmal nochmal angezogen zeigen. Nächstes war ich dann bei Zara. Und dann habe ich zwischen den Sale-Sachen so ein richtig schönes Teil gefunden. Und zwar ist es einmal dieses Oberteil und ich finde es wirklich so, so schön, weil ich liebe einfach diese Farbe. Und ja, ich dachte erstmal, das wird mir niemals stehen, aber ich finde es richtig, richtig schön. Das, was jetzt kommt, ist, glaube ich, mein Lieblingsteil vom ganzen Oberhausen Einkaufstag. Und zwar ist es auch von Zara und ich finde es so schön. Es ist zwar ein bisschen basic, aber ich finde es richtig, richtig schön. Und zwar ist es einmal dieses Oberteil und ich finde das so, es fühlt sich so schön weich an und keine Ahnung, es gefällt mir einfach voll gut und das werde ich jetzt auch mal anziehen. Letztes war ich bei Pimki und da habe ich so eine Art Sportoberteil gefunden. Und zwar ist es das hier und das sieht so cute aus. Ich liebe, dass da so Blumen drauf sind und es hat so einen richtig schönen Stoff. Und das ist hinten auch sehr kurz. Also es geht wirklich sehr weit nach unten, wenn man das sehen kann. Aber ich liebe auch, dass die Ärmel so schräg abgeschnitten sind. Sagt man das so? Ich habe es total vergessen, aber ich habe auch noch sonst was von Bershka und zwar keine Klamotten. Und zwar habe ich einmal diese Sonnenbrille. Die finde ich wirklich super schön.
Ich liebe ja solche Sonnenbrillen. Also, wow, und ich liebe lila. Und dann habe ich noch zwei Haarklammern von Bershka. Und zwar einmal diese grüne, falls man die sehen kann. Warte, ich kann sie mal kurz. Das ist auf jeden Fall die grüne. Und ich habe genau die gleiche nochmal in braun. Ich hatte ja einen 50-Euro-Gutschein vom HEMA und die haben richtig süße Sachen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich mir dort ausgesucht habe. Ich habe auch die ganzen 50 Euro verballert, also kann ich euch ja jetzt auch zeigen, was ich mir dafür geholt habe. Und zwar einmal so ein Kuscheltier und es ist so eine Sushi. Meine Mom dachte erstmal, das ist ein Fisch. Könnte man auch denken, wegen der Flosse. Aber man sieht eigentlich, dass es ein Sushi ist. Und ich finde es wirklich richtig, richtig süß. Das hat 9 Euro gekostet. Und ja. Als nächstes habe ich was, was einfach so cool ist. Und zwar ist das so eine Katze. Aber ihr denkt euch jetzt so, nee, man kann das nämlich aufmachen. Und da drin ist so eine Schlafmaske. Und jetzt denkt ihr euch so, hä? Aber das ist für, wenn man reisen will. Und dann zieht man sich das so über. Und dann halt die Schlafmaske auf. Ich find's cool. Ich sieht so geil aus. Als nächstes habe ich so eine richtig coole Trinkflasche und ich finde das Design wirklich richtig, richtig schön. Ich kann die auch mal eben auspacken. Also sieht richtig, richtig schön aus. Wow, fürs neue Schuljahr und so, dann fühle ich mich direkt glücklicher. Dann habe ich noch so eine Bürste gefunden. Das ist so eine Muschel und die fühlt sich richtig geil an. Die ist auch richtig weich für die Haare. Ich habe meine Haare jetzt gemacht. Sieht zwar fusselig aus, aber fühlt sich richtig geil an. Dann habe ich auch so eine neue Federmappe. Und zwar sieht die so aus, da sind so Bienchen drauf und die haben so Pommels an der Seite. Ich habe hier noch eine ganze Tasche voll und da werde ich jetzt mal ein paar Sachen rausziehen und die euch zeigen. Und zwar habe ich einmal für ASMR, für mein Mikrofon, habe ich mir Kopfhörer geholt mit einem Android-Anschluss, weil nur ein Android-Anschluss geht in mein Mikro. Deswegen habe ich mir schwarze Kopfhörer geholt. Als nächstes habe ich so ein richtig süßes Affentäschchen. Richtig, richtig cute. Und ja, es sah halt echt süß aus. Und ja. Ich habe übrigens gerade wieder mein Lieblingsoberteil an. Richtig geil. Dann gab es so eine Box. Die sieht richtig, richtig cute aus. Und das Süße ist, da drin sind einfach solche Stempel. Das sind einfach so Katzen, Hunde, Marienkäfer, so ein Baum. Richtig, richtig süß. Und allein die Box fand ich schon richtig, richtig cute. Okay, was wollte ich noch? So, dann machen wir jetzt mal das Große. Und zwar, oh, die Sonne fängt jetzt an zu scheinen. So habe ich so Schnellhefter geholt mit so richtig coolen Designs. Da sind auch noch zwei andere drin. Also das sind 6 Stück von jeder Farbe jeweils 2. Auch richtig geil. Ich muss kurz an die Seite gehen, weil ich sag euch, hier liegt alles voll. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie voll es hier ist. Und zwar habe ich als nächstes so ein Schreibset. Und ja, da sind so Bleistifte drin, so ein Anspitzer, Radiergummi und so. Und ja, das fand ich halt einfach echt cute. So, dann habe ich mir noch Sticker geholt. Und zwar sind es einmal so sommerliche Sticker und einmal so Tierchen. Fand ich auch richtig, richtig süß. Beide jeweils 75 Cent. So, dann habe ich noch richtig, richtig cute Post-its. Hier sieht man die. Die sind so süß, Leute. Ich finde die richtig, richtig cute. Und dann habe ich noch so Textmarker, weil für die Leute, die es nicht wissen, ich bin süchtig nach Textmarkern. Und die fand ich wirklich super, super süß. So vor allem diese Katze und dann dieser Hund. Und ja, einfach zu süß. Viel zu süß.
Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich irgendwas vergessen habe, weil hier liegt wirklich alles voll. Aber ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Und ja, Leute, das war es dann auch schon mit meinem Oberhausen-Haul. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und viel Spaß. Tschüssi.